Geht aber nicht schon nah dran, gell, David? Ja. Nicht in den Nahkampf gehen. Aber Moment, wir warten noch auf... Lass uns noch kurz auf die Rüstung warten. Denn wenn einer stirbt, müssen wir vom letzten Speicherpunkt weiterspielen. Ja. Was Moment, ist das geht nicht weiter. Autosave, keine Ahnung, wann der war. Warum geht das nicht? Doch, ganz langsam. Hey, Philipp, bleib da! Warum das nicht warum das so langsam geht, ist ganz einfach, weil wir zu wenig Strom haben. Ach, zu wenig Strom wird immer bewertet. Warum hat hier niemand Strom hingelegt? Boah, ey, alles muss man hier selber machen, Alter. Oh. Ach du Scheiße, oh. Philipp, what the fuck? Das reiß ich gleich eigenhändig wieder ab, Alter. Ohne Spaß, das regt mich richtig auf. Das ist voll unnötig. Okay. So, jetzt machen wir erstmal. Macht euch mal alle eine Eisenrüstung. Und, Alter. Kostet 40 Iron Eisen. Armor. So. Kannst du Mauern erforschen, Steinwände, ja? Ja, mach mal. So, können wir? Sofort. Wo gebe ich die hin? Ja, die wird automatisch an die richtige Stelle jetzt gebracht. Jetzt guck mal, wie schnell die Forschung geht. Mhm. Rasend schnell, du. Schneller als vorher, auf jeden Fall. Ja, toll. Dafür geht das, dafür kriegen wir zu wenig Eisen, zu wenig Kupfer. Ja, okay, Kupfer geht sogar noch. Wir können uns jetzt abregen. Aber es dauert nicht mehr lang, dann geht Kupfer auch wenig. Ja, wir könnten eigentlich jetzt das Labor hier unten wegmachen, weil das, wo ich... Nein, wir machen das, was du hast, bauen wir an das, was ich gestellt habe, an. Ja, total sinnvoll. Ja. Wieso hast du es nicht gleich angebaut, ey? Das ist hier so total gut alles. Das ja, aber kannst jetzt ja wirklich umbauen. Nee, das, jetzt nicht, jetzt gehen wir zu den Aliens. Ja, okay, Philipp, komm. Ich muss noch kurz, was erforschen wir denn? Machen wir noch... Elektronik. Nein, erst, wir machen jetzt noch Kugelschaden. Oh ja, das sind wir. Vielleicht geht es ja, bis wir da sind, noch. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, aber okay. Ich glaube ehrlich gesagt schon. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Mhm. Oh. Hey, ich komme nicht weiter. Da sind Bäume im Weg. Es stecken Hey, geht es nicht weiter, da sind sie gleich schon. Moment. Da. Zoomt mal so weit wie möglich raus. Ja, hab ich schon. Bleib mal stehen, David, du bist zu nah. Wir können nicht in den Nahkampf gehen. So, wir gehen jetzt hier langsam vor. Wir kommen! Aua, so. Der hat auf mich geschossen. Oh, oh. Geschütze, Leute. Wo stelle ich das hinterhin? Aua. Irgendwo. Und dann Munition rein. Ja. Hab ich schon. Aua. Kill den Wurm! Aua! Alter! Ja genau, was hat denn der für ein Zielzug? Wurm ist down. So, auf die Gebäude nicht schießen, dann nehmen wir unsere Geschütze. Baut mal eure Geschütze um. Naja. Da hat ein Geschütz keine Muni. Ja, ja, ich arbeite dran. Ja, das wäre so. Richtig schön. Hey, wir haben weg. Viel zu Kugeln bekommen. Ich finde scheiße auch. Wir werden irgendwo. Doch, wir haben die bekommen. 5 Stück. Okay. Die brauchen wir später bei Alien-Technologie. Mhm. Dann kommen wir wieder zu M24-Doku. Alien-Technologie. Ja, David, das war ein kleines Dorf mit einem Haus. Es gibt auch enorm große Dörfer. Ja. Deshalb war das jetzt nicht so spannend. Weil wir hinlaufen auch schon so langsam. Mhm. So, Philipp, ich möchte das jetzt aber gerne selber umbauen. Okay, du darfst das mit den Dampfmaschinen machen. Nein, die Forschung. Aber meins letztes, so wie es ist. Ja, ich bin ja nicht blöd. Du
Das kann nicht. Das heißt, im Endeffekt baut man sich dann sozusagen eine Festung und darum, da, also um das ganze Ding herum, um sich vor den Aliens zu schützen, oder was? Oder greifen Aliens überhaupt nicht an? Die greifen nur an, wenn die in diesem roten Bereich sind. Aber irgendwie haben wir ehrlich keine hier in der Nähe. Mhm. So. Okay, wir haben viel zu wenig Elektrizität. Hab ich doch gesagt. Ja, aber jetzt sind die Aliens weg, jetzt können wir wieder mehr machen. Hä, was ist das hier für eine Scheiße? Soll ich nochmal so eine Steam Engine bauen? Ja, wäre vielleicht ganz gut. Oh, halt, aus, stopp, ich hab 3 gemacht, nein. Was hast du gemacht? Ich habe aus Versehen 3 gebaut. 3 Steam Engines? Ja, nein, ich habe eher ich habe eher abgebrochen. Oh. Warum musst du das genau in dem Moment speichern, wo ich was gesetzt habe? Warte mal, mach das eine Teil auf Fließband weg, wir tun das. Und dem einen hier hinten. Warum ist das da überhaupt auch nochmal geteilt? Das war vorher, weil das noch mit dem anderen gelaufen ist. Hast du? Was machst du? Hä? Nee, irgendwas ist da falsch. Du hast das eins zu weit rechts gesetzt, insgesamt. Du musst eins weiter links. Muss hier rüber. Hä, hey, warum das denn? Nein! Das doch, muss doch genau hier auftreffen. Nein, muss es nicht. Du musst von der Seite rein, dass auf der warum linken Seite nur die Platten sind. Hä? Die Platten kommen sowieso nur... Auf beiden Seiten. Ja, kommen auf beiden Seiten. Warte mal, wir machen das hier mit der Unterführung. Ach, was direkt. Hier so. Hä? Ich muss da hin. So. Und jetzt, oder? Nein, jetzt bin ich ein zu weit links. So. So, also nochmal eine Steam Engine ist da. Ja, du brauchst aber auch noch Heizkessel, ne? Ja, wusste ich. Als Kessel. Hä? Ne, Moment, das meinte jetzt aber keinen Sinn mehr, was ich da gemacht hab. Boiler oder was? Hey, irgendwo brauchen wir aber auch noch eine Kupferkiste, Philipp. Wir können nicht das Kupfer direkt. Das staut sich aber später ganz auf und das reicht normal. Ne, machen dann jetzt. Dann hast du relativ viel Zeit und wir haben eine Kupferkiste übrigens hier unten noch. Haben wir? Ja. Oh. Upsa. Okay. Ich hab irgendwas fast kaputt gemacht. Toll. Ich hab so eine Pumpe kaputt gemacht, wie repariere ich die? Einfach wieder hinsetzen. Oder hast du die angeschossen? Ich hab die angeschossen. Jetzt hör aber auf hier zu schießen, ey. Wie kann man eigentlich schießen? Ohne dass ein Alien da ist. Ja, ja, das kann man nur mit der Schrotze. Hey, krieg ich eigentlich Schaden, wenn du auf mich schießt, aber nicht in Richtung Dings da schießt. Schieß mal auf mich. Oh ja. Der hat toll. Vorhin auf mich geschossen. Was muss ich jetzt da noch dazu packen? Du musst noch ein paar Heizkästen zwischen reinmachen, dass wir 100 Grad haben wieder. Also die Boiler. Oder was? Ja. Ich brauch Stone-Bereich. Und wo packe ich die dazwischen? Einfach da irgendwo.
Hä? Was baust du da ab? Stein. Lol, bei mir ist da kein Stein. Ach, der eine da. Lol. Dann baue ich das da mal noch da oben hin. Ich habe viel zu viel Zeugs im Inventar. Weil es, als ich das alleine gespielt habe, war mein Inventar immer schön leer. Ach, da ist jetzt ein Bäume dazwischen. Das heißt, hier sitze ich auch noch einen dazwischen, oder was? Ja. Das aber mit der Kohle. Nein, das mit der Kohle wäre nicht scheiße. Setz direkt hier hin. Warte mal, ich hab noch einen. Dahin noch einen. Da nochmal direkt ein. Also einen habe ich noch. Soll ich den dann noch da hinsetzen? Nee, setz den hinter die letzte Dampfmaschine, da hängen wir dann noch eine dran. Okay. Aber jetzt haben wir so oder so erst wieder genug Strom. Ich setze jetzt schon mal trotzdem hin. Ganesha, wenn wir die Kiste wegmachen, haben wir genug Eisen für die Blechchenproduktion. Na, wir brauchen aber eine Kiste. Außerdem haben wir eh genug Eisen. Okay, wir haben genug Fläche. Stimmt. Ja. Hört eh gleich auf die Produktion. Und vor allem hätten wir eh genug Eisen, wenn die Förderer genug Strom hätten. Wir haben wieder vollen Strom. Nein, haben wir nicht. Warum jetzt auf einmal wieder nicht? Die Erzförderer sind nicht voll. Ach, scheiße. Oh, ich hab gefailt. Moment. Jetzt haben wir mehr Strom. Noch nicht genug. Hä, was kommt hier überhaupt an? Ah, Eisen. Es ist so sinnlos, dass wir hier so viele Zahnräder produzieren. Weil sowieso nur genug Eisen für zwei Stück ankommt. Ja, aber die brauchen wir. Dann, wir müssen dann noch mehr Eisen produzieren gleich. Weil die brauchen wir für die zweiten Fläschchen auf jeden Fall. Also im Moment sieht es ja nicht aus, als müssten wir auf Militär und sowas gehen. Ich glaube, ich gehe mal... Nein... Ah, ich gehe mal, dass wir Hochöfen machen können, das ist gut. Ja, Flaschen werden eh genug produziert. Jetzt haben wir genug Strom. Ach ja, da muss noch eigentlich hin. Eigentlich Tee. So. Stahlverarbeitung, haben wir das schon erforscht? Ja. Ja. Dann können wir noch eine Fertigungsstraße eigentlich machen für Stahl hier neben den Zahnrädern extra. Warum geht das nicht weiter? Weiß ich nicht gerade auch. Weil du dafür die zweiten Flächen brauchst. Ja, dann machen wir erst was anderes. Elektrotechnik. Ja. Also ich habe noch ziemlich viel Holz, wenn das für irgendwas gebraucht. Holz habe ich auch noch massenweise. Okay, Eisen kommt jetzt auch wieder massig an.
Holst du gerade ab, Philipp? Dass wir hier Platz haben. Wir tun hier noch eine Eisen. Die Eisen machen wir so wie das Stahl, gell? Also wie die Metallplatten, das Stahl produzieren. Stahl muss man Metallplatten in den Ofen, ja. Ja, da tun wir gerade auch nochmal mit einer Teilerplatte eine extra Straße hinmachen. Das ging jetzt tatsächlich schnell. Da machen wir Automatisierung 2, oder? Ja, das brauchen wir für die grünen Fläche. Ja, genau. Dass wir die Greifarme machen können. Ja. Dann können wir hinter die Zahnradproduktion gleich die Fließbandproduktion noch hinbauen. Wo wir so oder so brauchen für die grünen. Mhm. Hat so ein Stückchen versetzt, dass wir die Zahnradproduktion erweitern könnten. Ja, wir haben sowieso zu viele Zahnräder. Momentan. Die letzten drei produzieren überhaupt nicht. Ja, wir müssen dann erstmal die Dings hier. Warum werden hier überhaupt Zahnräder abgezwackt? Weil wir das später von dem hier weiterleiten können. Ja, später, aber das können wir doch dann später abzwacken. Nein, warum willst du das jetzt nicht schon vorbereiten? Warum dann brauchen hast du wir das? Später viel weniger Arbeit. Aber so haben. Dann macht das wenigstens nicht so lang. So. Alter, habe ich noch viel Kupfer im Inventar. Und noch massenweise Fläschchen. Kann jemand Stein abbauen? Jo. Unten, unterm Eisen ist Stein. Philipp, weißt du eigentlich, womit man diese Steinfelsen abhacken kann? Nö, das hab ich auch bis jetzt noch nicht rausgefunden. Wahrscheinlich, ich schätze mal mit der Stahlspitzhacke. So, es gibt jetzt noch, was wir machen können mit den normalen Flächen. Verteidigungstechnik, Schrotflintenfeuerrate, ja. Schrotpatronenschaden, Kugelfeuerrate. Ich würde sagen, wir machen erstmal Verteidigungstechnik 2. Wie viele Steine braucht man? Danke. Philipp? Ja. Wie viele Steine? Ach so, 6 Öfen, 5 sind 30. Ach, 30 Steine? Mhm. Okay, ja. Ich hatte schon 20 im Inventar. Ja, ist ja egal, okay. Wie gebe ich die dir denn? Du einfach 6 Öfen. Mach's einfach über eine Kiste. Oder so. 1, 2, 3, 4, 5. 6. So, und wohin? Stell dir erstmal da oben bei den Fließbändern, wo noch ohne was sind, rein. David, hör auf, nicht zu reagieren. Okay. Hat er dir die Öfen schon gegeben? Nein. Na toll. Dann cutte ich mal eben.